sei dabei. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben uns heute hier versammelt im St. Nikolai Gemeindezentrum, ohne dass wir miteinander Gottesdienst feiern können, aber wir können das Wort Gottes hören, Worte der Zuversicht und der Hoffnung, und wir können Gott danken, dass wir an diesem Sonntag miteinander das Leben feiern können. So wie die Jüngerinnen und Jünger es getan haben am Sonntag Kantate, so ist dieser Sonntag benannt, Kantate, das heißt singt. Singt dem Herrn ein neues Lied, heißt es in dem zugehörigen Psalm, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mancher und manche von Ihnen können das bestätigen. Ein Leben, das uns vorkommt, als sei ein Wunder geschehen, als könnten wir wieder neu beginnen. So haben es wohl auch die Jüngerinnen und Jünger empfunden, als sie mit dem Messias, mit Jesus von Nazareth auf dem Berg, auf dem Ölberg waren. Wir hören heute aus dem Lukas-Evangelium im 19. Kapitel die Verse 37 bis 40. Ich lese aus der Basisbibel. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für alle die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: Stimmt ein in unser Loblied auf den König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge, die riefen ihm zu: Bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen: Das sage ich euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Soweit der Predigttext für den heutigen Sonntag Kantate, liebe Gemeinde. Das letzte Wort, das wir hören, gibt uns zu denken. Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Das Lukas-Evangelium hält das für möglich. Da, wo Menschen schweigen, da werden noch die Steine schreien, obwohl sie uns doch immer so stumm und teilnahmslos vorkommen. Nein, wenn Gottes lebendiger Sohn in der Welt ist, wenn das Lebensgefühl, das er ausgestrahlt hat, bei den Menschen angekommen ist, dann werden noch die Steine davon berichten, dann werden die Jubelschreie von den Steinen zu hören sein, wenn die Menschen es nicht tun. Es gibt diesen Augenblick im Leben, liebe Gemeinde, wo es aus uns herausbricht, wo wir vor Freude beginnen zu singen, die Luft entweicht über die Stimmbänder aus unserem Mund und es entsteht ein Ton, der unserer Freude eine Stimme gibt, der nach außen dringt, und wir würden uns von Herzen freuen, wenn das viele hören. Wir wissen es, das Singen ist immer noch nicht erlaubt im Gottesdienst, und da, wo wir uns treffen, müssen wir stumm sein. Aber jeder und jede für sich, wir können ja unsere Stimme erklingen lassen. Wir wissen es, draußen ist das Infektionsrisiko am geringsten. Draußen können wir unsere Stimme erheben. Und ich denke, es gibt oft viel Grund, diese Stimme wieder hören zu lassen. Immer mehr Menschen werden geimpft, immer wahrscheinlicher wird es, dass wir uns wieder ohne viele Sorgen begegnen dürfen. Ich freue mich darauf und sehe auch schon meinem eigenen Impftermin voller Freude entgegen. So ist die Lage im Moment vielleicht genauso, wie es die Jüngerinnen und Jünger empfinden. Wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels, wir spüren Hoffnung, die uns ergreift, und die Jüngerinnen und Jünger in unserem Predigttext, die können nicht mehr an sich halten, die loben Gott. Die loben Gott dafür, dass sie erlebt haben, mit Jesus Christus wird ihr Leben wieder
in eine positive Richtung gelenkt. Sie sehen Hoffnung in all den Schwierigkeiten, die es ja eben auch damals für die Menschen gab. Leid und Not, Angst und Hoffnungslosigkeit, sie sind ja kein Zeichen unserer Zeit. Nein, das hat es immer wieder gegeben. Und wenn wir auf Jesus schauen, auf seine Wunder, auf das, was er getan hat, um Menschen wieder lebendig werden zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sind diejenigen, die das miterlebt haben, seine Zeugen. Ja, sie müssen einfach jubeln, sie müssen singen, so wie in dem schönen Lied Cantare. Oh, hinein in die Luft soll der Ton gehen, uns soll das Herz übergehen. Oder so wie Grönemeyer es in seinem Sekundenlied singt, es schiebt an alles leicht. Ja, jetzt diesen Augenblick zu spüren, im Augenblick zu leben, das ist etwas, was wir mit Jesus Christus tun dürfen. Diesen einen Augenblick, diesen Sonnenaufgang am Morgen, diesen liebevollen Blick, der mich erreicht, diese positive Zuwendung. Und wenn es eben mein geliebtes Marmeladenbrot am Frühstückstisch ist, ich soll es genießen, ich soll den duftenden Kaffee genießen. All das schenkt mir Gott in diesem Augenblick. Cantare, könnten wir nicht über viel mehr Dinge singen? Könnten wir uns nicht über viel mehr Dinge freuen, als wir es tagtäglich tun? Heute hat mir Gott die Kraft gegeben. Heute hat er mir mein Herz mit Freude erfüllt. Das wäre doch schön, wenn wir das gemeinsam wieder feiern dürfen, aber die Zeit naht, es ist nicht mehr lange, dann wird genau das passieren. Ich bin mir sicher, Gott begleitet uns auch durch diese schwierige Zeit und er nimmt uns bei der Hand und beim Herz und er sagt uns auch mit dem heutigen Predigttext, singe wieder, sei froh und lass dir von den Miesepetern den Ton nicht verbieten, lass dir den Gesang nicht verbieten, denn das tun ja hier die Pharisäer, bring doch deine Jünger zum Schweigen. Das hätten vielleicht manche gern, dass die Menschen schweigen, aber Gott fordert uns heraus, er ruft uns zu, in meinem Sohn Jesus Christus ist die Liebe, ist die Hoffnung in diese Welt hineingekommen und sie lässt sich den Mund nicht mehr verbieten. Das kann jeder und jede für sich in der Gemeinschaft, in der er lebt, oder auch ganz für sich allein erkennen. Ein Herz, das schlägt, eine Liebe, die sich Bahn bricht, das soll doch nicht verstummen. Das soll doch weiterhin in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen. Ich spüre das jeden Tag neu, auch hier in unserer Arbeit im Gemeinde- und Begegnungszentrum. Wir mühen uns darum, eben kein Ort zu sein, an dem sich das Infektionsgeschehen neu ereignet. Aber wir bemühen uns auch darum, ein Ort zu sein, an dem die Hoffnung lebt. Sie haben vielleicht auf unserer Homepage die vielen musikalischen Videos gesehen, Musik am Mittwoch. Wenn Sie es noch nicht getan haben, den musikalischen Mittwoch einzuschalten, dann tun Sie es gerne. Sandra Wieseth und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben da immer wieder wunderbare Musikstücke eingepflegt. Und wir dürfen das hören, wir dürfen den Klang hören und die Zuversicht, die aus dieser Musik spricht. Ich bin überzeugt, Gottes Liebe und Gottes Kraft kommt zu uns, indem wir unsere Stimme erheben, Kantare, was immer es für Lieder sind, die wir singen. Ihr wisst doch, wie dieser wunderbare Satz heißt, wo man singt, da lasst euch ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Das soll unser Herz erfreuen und erfrischen. Und dann schauen wir noch einmal in unseren Predigttext und sehen, wie Jesus hier die Pharisäer zurückweist, indem er sagt, selbst wenn die Jünger und Jünger nicht singen würden, die Steine, die würden singen, die würden sich freuen. Ja, die ganze Natur, die Schöpfung, all das will singen, so wie die Blüten hier auf dem Altar, so wie das Feuer der Kerzen, so wie der liebevolle, gesenkte Blick des Gekreuzigten, der uns barmherzig anschaut, weil er eben auch der Auferstandene ist, können wir mit ganzer Kraft und mit ganzer Zuversicht diese Zeit durchstehen. Wir werden wieder Hoffnung fassen, wir werden neu beginnen und unser Loblied auf den König, auf Gott, auf die Schöpfung,
es soll nicht verstummen. Singt, cantare, o, volare, o. So soll unser Leben ein Lied, ein Loblied auf Gottes Liebe sein in jeder Situation. Bleiben Sie hoffnungsvoll, bleiben Sie stark, gehen Sie unter dem Segen Gottes in die kommende Zeit. Friede sei mit euch. Amen. Nikolai! Sei dabei!